Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten, herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Ich habe das Jahreshoroskop diesmal in zwei Teile aufgeteilt und in diesem ersten Teil werde ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen eingehen. Es ist also euer Erlebnishintergrund 2018. In Teil 2 des Jahreshoroskops schauen wir uns die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres genauer an. Natürlich mit den Liebesplaneten. Teil 2 kommt noch bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald das Video online ist. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung habe ich diesmal ein besonderes Geschenk für euch, nämlich ein komplettes Jahreshoroskop, also 45 Minuten Gespräch mit mir und einen Mitschnitt davon. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Im neuen Jahr habt ihr das Glück, dass die Liebesplaneten viele günstige Aspekte zur Zwillinge-Sonne bilden. Besonders im Juni und Juli sowie im August und September, verbunden mit sehr schönen Chancen für Singles, jemanden Neues kennenzulernen. Trotzdem verspürt ihr häufig eine Sehnsucht in der Liebe, die sich nicht ganz erfüllen lässt. Ihr sehnt euch nach einem Zustand, einem Ziel oder einem Menschen und da passt auch schon vieles und vieles läuft auch schon richtig gut, aber eben doch nicht alles. Aber ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen, dass ab dem 8. November Glücksplanet Jupiter in euer Partnerhaus gehen wird und viele Dinge sich dann wie von selbst ordnen und auf einmal passt es dann doch. Und so sieht euer Erlebnishintergrund für das Jahr 2018 aus. Die gute Nachricht ist, dass Saturn seit Dezember aus der direkten Opposition mit der Zwillinge-Sonne rausgegangen ist. Das wird für viele Zwillinge eine spürbare Erleichterung mit sich bringen. Wenn ihr eine Partnerschaftskrise mit eurem Partner gemeinsam durchgestanden habt, dann könnt ihr jetzt stolz auf euch sein. Mancher Zwilling ist jetzt aber auch etwas gerupft, weil Saturn getrennt hat, was nicht mehr zusammengehörte. Wenn ihr dazugehört, Kopf hoch, die Liebesplaneten werden im Laufe des Jahres dafür sorgen, dass ihr die Flirtchancen bekommt, die euch zustehen. Saturn geht nun durch euer achtes Sonnenhaus. Und da geht es um Verpflichtungen, Verträge und Verbindlichkeiten. Wie gesagt, ihr habt jetzt glücklich fast 3 Jahre Opposition zu Saturn hinter euch gebracht und da bestimmt was draus gelernt, zum Beispiel wie wichtig Verlässlichkeit und ernsthafte Beziehungen sind. Davon könnt ihr jetzt profitieren und gemeinsame Werte in eurer Beziehung bilden. Dann haben wir das Quadrat zu Neptun bis zum Jahresende und noch bis 2025 bleibt der Neptun in einem herausfordernden Aspekt zu eurer Sonne. Und der ist verbunden mit Vertrauensfragen. Steht hier im 10. Haus auf die Zwillinge-Sonne. Er zeigt Herausforderungen für euch an, vor allem wenn es darum geht, sich verlässlich und vertrauenswürdig zu zeigen und gute Entscheidungen zu treffen. Das ist auch beruflich sehr wichtig für euch. Als Zwillinge seid ihr ja praktisch von Natur aus schon ein charmanter Flirt, aber die Frage ist immer, ob ihr es auch ernst meint. Und mit diesem Aspekt kann man eure Flirtsignale missverstehen. Ihr lächelt vielleicht nur ganz süß oder auch amüsiert und euer Gegenüber denkt, ihr wärt heiß verliebt. Viele Zwillinge finden, dass der Flirt jede Art von Kommunikation leichter macht und angenehmer und das stimmt ja auch. Aber ihr solltet euch darüber im Klaren sein, welchen Effekt euer Verhalten auf andere hat. Und das Problem ist aber leider, wenn man unter diesem Einfluss von Neptun steht, ist man sich eben oft selbst nicht im Klaren darüber, was man tut. Aber als Zwillinge seid ihr gute Beobachter, deswegen schaut einfach, welche Signale euch euer Gegenüber zurücksendet. Daran merkt ihr dann schon, ob ihr richtig verstanden wurdet oder nicht. Das ist wichtig, denn euer Gegenüber erwartet, dass ihr euch an Versprechen haltet. Man wird euch also auf eure Aussagen und Zusagen festnageln. Und das kann auch beruflich schwierig werden. Auch da kann es sein, dass eure Signale als Flirt missverstanden werden. Und natürlich kann Neptun eben auch eine Cheffigur anzeigen, die sehr unklar ist und wo das halt auch dann Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn ihr in einer festen Beziehung oder verheiratet seid und der Eindruck entsteht, ihr würdet fremd flirten, dann ist das natürlich auch kompliziert.
Ihr fahrt am besten, indem ihr euch selbst zur Loyalität verpflichtet und im Zweifelsfalle auch mal auf das Vergnügen des Moments verzichtet, um euren Partner nicht zu verletzen. Wenn ihr eine neue Verbindung eingeht, solltet ihr mit der 90-Tage-Regel auf Nummer sicher gehen. Wartet 3 Monate ab, ehe ihr euch tiefer einlasst. Wenn nach 3 Monaten immer noch großes Interesse auf beiden Seiten da ist, könnt ihr die Sache ernst nehmen. Den Neptun-Aspekt direkt auf ihre Sonne empfangen in diesem Jahr die Geburtstagskinder vom 3. bis 7. Juni. Für die Zwillinge der 3. Dekade steht Uranus, der Planet der Geistesblitze, noch bis Mai günstig. Und zwar hier aus dem Widder heraus und auch nochmal im November und Dezember. Und er sorgt dafür, dass euch die guten Ideen nicht ausgehen und lässt euch auch sehr charismatisch wirken. Er bringt auch die Chance auf interessante neue Verbindungen, wo man sich gegenseitig geistig inspiriert. Besonders, wenn ihr zwischen dem 15. und dem 21. Juni Geburtstag habt, werdet ihr diese Zeiten genießen und euch dabei gut amüsieren. Auch der Mondknoten steht hier im Löwen fast das ganze Jahr über noch günstig zur Zwillinge-Sonne. Er zeigt, dass es euch gut tut, eurer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, nämlich euer Wissen zu erweitern, Informationen weiterzugeben und ins Gespräch zu kommen. Es geht darum, ob ihr das lernt oder wisst, was euch wirklich am Herzen liegt. Und über diese Schiene werdet ihr auch neue Leute kennenlernen, wenn ihr auf Partnersuche seid. Also, besucht Kurse, lernt Sprachen, macht kurze oder auch lange Reisen. Das sind alles tolle Gelegenheiten, in Kontakt mit potenziellen Partnern zu kommen. Und dieser Aspekt ist auch gut für Internetdating. Am 6. November verlässt dann der Mondknoten das Zeichen Löwe und geht in den Krebs, in euer zweites Haus. Und dann wird es darum gehen, was ihr euch wert seid und wie ihr zum Thema Besitztümer steht, was ihr braucht, um mit euch selbst im Reinen zu sein. Die kosmischen Schwergewichte, nämlich Jupiter, Saturn und Pluto und auch die Lilith, bilden sogenannte Quinkungsaspekte zu euch, einmal hier aus dem Steinbock und dann aus dem Skorpion heraus. Und sie fordern euch auf, euch hier die Planeten im 8. Haus, ne, die fordern euch eben auf, euch mit dem Verpflichtungsthema auseinanderzusetzen. Aber vom Grundcharakter her bleibt der Zwillinggeborene ja gerne neutral und hält sich alle Optionen offen. Deswegen ist er auch so ein guter Vermittler. Doch die Planeten fordern euch nun auf, Partei zu ergreifen und euch auf jemanden oder auch eine Sache einzulassen. Das kann für den lässigen, lockeren Zwilling eine ganz schöne Herausforderung werden. Im Idealfall lasst ihr euch darauf ein, in eurer Beziehung gemeinsam mit eurem Partner neue Werte zu bilden oder den Grundstein für einen gemeinsamen Weg zu legen. Ich schätze, das wird vor allem im ersten Halbjahr schwierig, solange dort auch die wilde Lilith steht. Denn die will ja vor allem eins, nämlich unabhängig sein. Wenn ihr euch also wenn euch jemand bedrängt, eine Verpflichtung einzugehen oder eine Versicherung abzuschließen oder auch zu heiraten und ihr verspürt einen inneren Widerstand dagegen, dann solltet ihr ein bisschen auf Zeit spielen. Auch wenn es kosmisch jetzt angesagt ist, sich zu einer Beziehung zu bekennen, hat es keinen Zweck, wenn ihr das tut, obwohl ihr nicht wirklich dahinter steht. Spätestens ab November 2018 wendet sich das Blatt. Glücksplanet Jupiter steht ja hier im 6. Sonnenhaus und das weist darauf hin, dass ihr recht glückliche und zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen pflegt oder auch, dass es eine gute Phase ist, um in eurer bestehenden Partnerschaft Beziehungsarbeit zu leisten. Es kann durchaus auch sein, dass ihr euch in eine nette Kollegin oder einen netten Kollegen verliebt. 2018 solltet ihr für euch außerdem zum Jahr der Gesundheit erklären, denn Glücksplanet Jupiter hilft euch dabei, zum Beispiel einen guten Heiler zu finden, eure Ernährung umzustellen und euren täglichen Ritualen einen neuen Sinn zu geben. Es kann auch gut sein, dass ihr Freude dran habt, eure tägliche Umgebung neu zu dekorieren oder schöner zu gestalten, vielleicht auch euren Arbeitsplatz. Ab dem 6. August wechselt die wilde Lilith dann ins Zeichen Wassermann und geht in einen richtig guten Aspekt zur Zwillinge-Sonne hier oben in eurem 9. Haus. Und für alle von euch, die sich für das Wirken Liliths interessieren, beginnt dann eine Zeit, in der ihr euch von den Gaben der alten Göttin gut inspirieren lassen könnt. Wenn ihr dafür offen seid und vielleicht zur schreibenden Zunft gehört, werdet ihr merken, wie ihr gedanklich und von der Wortwahl her einen neuen magischen Zugang zu euren Themen findet. Zeitweise wird sich Lilith dann mit Mars im Wassermann verbinden und beides im guten Aspekt zu den Zwillingen. Gut möglich, dass ihr dann Lust habt, euch für das Thema Gleichberechtigung und Gerechtigkeit für Außenseiter einzusetzen oder dass ihr Fernweh verspürt und auf Visionssuche gehen möchtet. Oder ihr bekommt Lust, ein Göttinnenseminar zu buchen.
Den Lilith-Aspekt besonders spüren die Geburtstagskinder vom 21. Mai bis 9. Juni. Ab dem 8. November wird dann Glücksplanet Jupiter ins Zeichen Schütze gehen und damit in euer siebtes Sonnenhaus der Partnerschaft. Dann beginnt das Beziehungsleben wieder richtig Spaß zu machen und ihr seht vieles nicht mehr so kritisch. Ihr begegnet dann Menschen, die euch wertschätzen und die euch genauso wunderbar finden, wie ihr seid. Es werden sich gute neue Verbindungen für euch ergeben, sei es für euer Business oder euer Privatleben. Und es kommt wieder mehr Leichtigkeit auf. Ein gutes Gefühl zum Jahresausklang, besonders für die erste Dekade der Zwillinge-Geborenen. Und das war der Erlebnishintergrund 2018 für euch. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich zwei wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturn-Probleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturn-Transit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen exklusiven Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.